Willkommen zurück bei Borderlands, wo das X die Stelle in diesem Wurm markiert, der uns einfach verschluckt hat. Die schlechte Nachricht ist, der Leviathan hat uns verschlungen. Die gute Nachricht ist, er bringt uns in die Schatzkammer. Aber die beste Nachricht ist, du erinnerst dich an mein Schoßtierchen Roscoe? Ja, da müssen wir auch, oh Gott, wir müssen Roscoe killen. Ja, dann machen wir doch mal hier direkt mal Attaché, wa? Hat die Scarlett mich einfach in der Begrüßung hier gestört? Fand ich eigentlich gar nicht so in Ordnung. Es kommt auf mich zu. Ja, aber das Ding ist halt leider nur Level 29. Ja. Ich glaube, Scarlett ist dann der echte Kampf gleich. Ich schieß den einfach mal in den Po. Ihr einfach mal völlig zersplattert ist. Ich nehme mal ihre Pistole. Taucht die was? Die macht 1000 Schaden halt. Keine Ahnung, ist halt eine Pistole. Ich bin nicht so der Pistolen-Fan. Ja. Sag doch nicht immer alles, was ich sagen will. Ja. Wo geht's jetzt hier weiter? Da lang. Ja, hier durch die Säure. Ja, ich hoffe wirklich, dass das irgendwann ein bisschen nach oben skaliert, also zumindest die Hauptstory oder was weiß ich wer. Ja. Der will mich verdauen, der Typ. Ich merk's. Ja dann. Mach doch mal hier den Mund auf. Ja, unter dir. Oh, oh. Das war's schon, was? Oh. He is really, really big, ja. Yeah. Oh. Ja, Claptrop hat noch CD. Ich treffe den gar nicht. Ja, wahrscheinlich hätte er irgendwie so schwach die blauen Dinger vielleicht auf seinem Körper. Ja, guter Tipp. Machen wir mal. Achso, Claptrop ist immer noch auf CD. Der hat auch blaue Augen. Na dann. Der präsentiert's auch schon ziemlich offensichtlich, ne? Ja, ja, mittlerweile ja, klar. Hallo? Keine Ahnung, was der gerade macht. Und in seinem Mund ist auch so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, was der macht irgendwie. Hier hinter dir ist so ein Fußding gekommen. Ja, das hat mir auch gut einen mitgegeben. Muss ich ja sagen. Ich könnte einfach mal meinen Skill anmachen, ja. Fällt mir immer so auf. Dann sollte der eigentlich ziemlich schnell weg sein, wenn ich mal treffe. Ja, tust du aber gerade nicht. Ach, das Auge ist schon weg. Ach, das ist auch weg. Jetzt ist da nur noch das Ding im Mund. Ja. Das ist natürlich jetzt doof. Oh, hinter uns. Würmers. Säureraupen. Ja, oh, ich bin tot. Ja, ich kann mich auch erressen. Das ist gar kein Stress, weil die ja nichts aushalten. Ja. Das ist echt super. Ich habe nicht gewusst, dass die blauen Dinger kaputt gehen nach einer Zeit. Nee, aber es ist halt eben auch dann nur noch eins da, also im Mund, das ist natürlich nicht so schön. Da müssen wir jetzt warten. Ach, da sind noch mehr Raupen. Aber es ist lustig, dass der Leviathan jetzt einfach zuguckt. Ja, das ist irgendwie... Naja. Hopp. Oh, hier sind noch mehr Raupen. Nee, irgendwas anderes. Sandwurmkönigin. Ja, egal. Irgendwelche komischen Kackviecher. Ja, das greift nicht mehr an, das bleibt immer da stehen und lässt sich abschlachten. So, können Soll wir jetzt mir recht sein. Holzen? Hallo? Oh, nein. Sandwurmkönigin, noch mehr. Ach komm, ich mach mal hier so eine schöne Granate rein. Ach, hier sind auch so mehr. Ja, so, oder? Genau, die spuckt die immer. Es hat mich runtergekickt, ey, das gibt's doch nicht. Ey, woher soll ich denn wissen, dass das Ding mich auf einmal 500 Kilometer kickt? Ey, geh doch kacken, ey. Ja, jetzt muss ich hier wieder mit... Ey, aber das kann doch nicht sein, ey. Wie dumm ist denn das? Ach, da oben ist es. Ah. Ey, es ist doch wirklich selten dämlich. Das liegt im Mund, das ist nur, wenn er... Ich glaube nur, wenn er das ausfährt, so ein bisschen. Nein, das war hier die Sandwurmkönigin. Ja, ja, nee. Aber das Ding, wo man raufschießen kann auf den Gegner, meinte ich. Ey, Mann. Aber zum Glück kann man hier wieder runterspringen.
Ja. Ja, hier oben. Da oben. Jetzt. Ja, ich schieß ja schon drauf. Ja. Ah, doch, jetzt. Wunderbar. Mann, ey. Wie er sich aufregt. Ja, keine Ahnung, dein Vieh macht nichts in der Richtung und auf einmal flupp, wie es weggekegelt. Hat schon ziemlich strange. Geht's nicht hier durch? Das sieht so aus, als ob es da durchgehen würde. Ja. Nein. Ja, die Frage ist, wo geht's überhaupt hier lang? Naja, die Quest ist da lang. Finde die Schatzkammer. Ach, über das Vieh, über den Wurm, oder? Ja. Hier. Sehr convenient, dass sein Arm genauso gefallen ist, dass man hier rüberlatschen kann. Ach so. Mhm. Ja, gut, dann benutzen wir ihn mal als Brücke. Naja, dann geht's wahrscheinlich noch Scarlet und dann fertig, ja? Also das DLC hier, glaube ich. So endet die Geschichte, wie die Kammerjäger die böse Captain Scarlet besiegten und den Leviathan töteten. Und als die Sonne über Pandora unterging, merkten die Kammerjäger, dass während sie Captain Blades Arsenal suchten, der wahre Schatz stets in ihrem Herzen war. Ende. Na, wie war das? Das Ende war ziemlich kitschig. Ja, irgendwie künstlich, nicht wahr? Und wie? Andererseits, du hast es sehr gut zu Ende erzählt. Für eine kleine Drecksweise. Danke. Ah, keine Ursache. Irgendwer muss diese Story schließlich mal erzählen, wenn ich nicht mehr da bin. Warum nicht du? Ja, ich hab dich lieb, Markus. Das ist schräg. Was? Ja, da kommt natürlich noch ein Endkampf. Das ist doch nur hier Fake, oder? Was? Na, wir müssen doch noch Scarlet umholzen und die Beute holen. Die können dir doch nicht erzählen, dass wir jetzt hier ohne Beute rausmarschieren. Ja, aber die haben wir doch in unserem Herzen. Ja, genau. Ja, soll ich mal Escape hacken? Mhm. Na, natürlich geht's da noch weiter. Ja, aber natürlich müssen wir auch noch Scarlet umholzen. Aber ich hab's doch in meinem Herzen. Genau. Wie kommt man da jetzt rein? Warte mal. Warum ist das ganz woanders? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf mal hier außen rum und guck mal. Das ist in einer anderen Karte. Ja, aber da hinten ist so eine Brücke auf der Zeug rüber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht zurückgehen sollten, sondern mal hier gucken und so. Jetzt trollt uns auch das Spiel. Vielleicht. Ah, ich bin da runtergefallen. Ich glaube, man kann da komplett hoch oder so. Meinst du? Ja. Ja, ich glaube, da könntest du recht haben, aber wie kommt man da hoch? Vielleicht bekommen wir auch noch eine Quest, die uns dahin führt. Ah, es ist echt strange. Also, ich meine, dieses komische Ende und alles. Ich traue dem Braten da nicht. Okay, ich bin fast oben. Wie bist du denn da hochgekommen? Da sind 1000 Kisten da oben. 1000 rote Kisten, um spezifisch zu sein. Ich bin da hochgehüpft. Ja. Einfach 1000 rote Kisten. Kommst du auch? Weiß ich noch nicht. Ist da irgendwas Interessantes drin? Das sind 1000 dicke Kisten. Bestimmt. Das sind bestimmt 10 Stück oder so. Das war nicht die Frage. Die Frage lautete, ist da was Interessantes drin? Habe ich sie schon alle aufgemacht? Ja, ein paar wirst du ja wohl schon aufgemacht haben. Nein, ich hätte noch keine aufgemacht, aber da du zu lange brauchst, mache ich jetzt einfach mal auf. Ja, ich bin oben. Na, gucken wir doch mal. Oh, guck dir die Farbe an! Kacke. Horaz-Artefakt. SMG-Munition, SG, nee, auch Kacke. 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 Ja, die wollt mir wirklich erzählen, dass hier keinen Schatz gibt und du wolltest tatsächlich hier weggehen oder was? Hier gibt's Klassenmods für dich, aber die hast du ja schon gesehen wahrscheinlich, ne? Nee. Ein episches. Die Sniper ist vielleicht nicht so schlecht. Die Sniper ist besser als meine.
Obwohl die nur Level 30 ist, ich nehme die mal. Hm. Und die macht sogar Multischuss, was ich ja sehr gerne mag. Nee, die Shotgun ist aber Trash hier. Das Ding da, ist es nicht für dich gut hier, dieses 500? Ja, das nehme ich. Das sieht nicht falsch aus. Klassenmod. Zuckende Wunde. Keine Ahnung, ich glaube, das ist nicht gut. Nimm's aber mal. Was ist was? Ja, das nehme ich mal mit. Ich habe außerdem hier auch einen Raketenwerfer gefunden, der 15.000 Schaden macht. Den habe ich auch noch gar nicht equipped. Na, du und dein Raketenwerfer. Ja, Raketenwerfer sind echt super. Ach, und der hat auch so ein schönes Zielding. Ja, gefällt mir. Alter, schieß nicht auf mich. Ja, das war's, ne? Also hier ist jetzt ja nichts mehr Interessantes. Ja, jetzt müssen wir noch die Quest beenden. Ja, da müssen wir porten. Ja, man kann hier rüber hüpfen. Das müsste gehen. Ja, geht auch. Aber ist ein bisschen. Ist ein bisschen knapp. Ja, passt aber. Ja, passt. Wir haben alles Kill in der Hose. Genau. Wir fallen ja nie in Löcher oder so. Nein. Ja, keine Ahnung. Also bis jetzt sage ich mal ziemlich komisches Ende. Ja, da kommt sicherlich noch ein Kampf gegen Scarlet. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da kein Kampf gegen Scarlet kommt. Das kann man mir nicht verkaufen, so. Das glaub. Ach, guck mal, was ist denn da drüben? Ach nee, das hat nur so ausgesehen, als ob da eine Kiste wäre. Das war nur so ein Stück Leiche. Stück Leiche, Keine Ahnung, ich. Also, wenn da nicht noch ein Scarlet-Kampf kommt, dann weiß ich aber auch nicht, du. Die, ja, ist doch noch nicht, die ist doch nicht tot, wir haben doch nur ihr Vieh getötet. Na, wer weiß das schon. Sie ist doch abgehauen und hier sind Ammo-Buden, warte mal. Oh, ich habe schon die Reise initiiert. Ja, du kannst. Danke. Ist hier nicht noch irgendwo eine dicke Kiste vielleicht? Ja, mit Loot, der nicht so toll ist. Naja gut, wobei die Waffen waren jetzt nicht ganz falsch. Ja, das war alles nicht ganz falsch. So, begib dich zur... Achso, Abschluss, hä? Wo denn? Ja. Da ist noch ein Stückchen, glaube ich. Aber hier ist auch keine Autobude. Ja, aber ist nicht so weit, glaube ich. Ja, vor allem fehlte irgendwie das Feuerwerk so am Ende, was halt immer da ist. Ja, ich sag ja, dass wir noch gegen Scarlet gleich kämpfen werden. So, dann gehen wir mal hier ab. Glaube ich zumindest. Ach komm. So, da gibt's einen Kopf. Oh, fertig mit dem Job? Das war scheinbar tatsächlich das Ende. Nimm das mal an. Ja, ich versuche. Ah, Tab. Und? Es hat mit Story? Ich hab noch keine Waffe von ihm bekommen oder irgendwas. Hast du irgendwas bekommen von dem? Ja, eine Kopfanpassung. Ja, habe ich nicht bekommen. Oder ist es einfach in meinem Inventar gelandet? Ja, klar, ich denke schon, wenn du nichts... War das nur so eine Einzelsache? Ja, wenn du nichts ausführen kannst, landet das in meinem Inventar. Ah, okay. Gucken wir mal den Kopf direkt mal an. Ich mach auch mal. Besiege Hyperios den Unbesiegbaren. Das hört sich ja interessant an, oder? Da, Kugelfreibeuter. Ja, machen wir mal. Ich guck mal, was ich habe. Das war... Achso, ich habe hier noch einen... Alles einsalzen, habe ich als Skin und als Kopf. Alter. Keelhol deine Kinder. Ich finde den ziemlich cool eigentlich. Ja, den du? Kopf. Ja, hier. Du siehst auch nicht lustig. Ja, du siehst auch komisch aus. Naja. Ja, ist das denn jetzt hier noch eine Nebenquest oder eine Hauptquest? Keine Ahnung, sieht nach neben. Also ich denke, wir sind jetzt fertig. Es gab auch ein Steam-Achievement dafür. Deswegen. Ja, das habe ich ausgeschaltet, das sehe ich nicht. Welche Quest haben wir denn jetzt hier überhaupt aktiv? Besiege Hyperios den Unbesiegbaren. Das hört sich allerdings noch hier nach Action an. Ja, deswegen. Gut, aber das ist eine Nebenquest, sonst hättet ihr ja dieses Borderlands-A-Symbol. Ich weiß. Ja, das war's. Also, ja, ich mache nochmal hier den Ding an, ne? Hier den. Wie hieß die Quest nochmal? Hyperios den Unbesiegbaren oder sowas. Wo war das nochmal? Oh Gott, ich find's nicht. Ach, hier. Ist der hier in dem Gebiet? Nö, aber das hört sich so an, als wie nochmal so wie so ein Bosskampf oder sowas. Ja, dann porten wir doch, komm.
Das ist wieder ein Boomwater. Ja, wo ist denn hier der Portmoped? Gab's hier keins? Da hinten war es doch, oder? Da hinten ist ein Auto. Ich will kein Auto, ich will ein Portmoped. Hm. Aber hier ist keins. Wir können nur die Karte verlassen. Doch, Schnellreisestation, genau auf der anderen Seite, da lang. Ich folge dir. Hold the might. Ja, gut, also wenn das jetzt das Ende war, nehmen wir das mal an und das Spiel hat uns jetzt nicht getrollt, dann ziehe ich als Fazit, das war da bis jetzt das schlechteste DLC. Also allein das Ende war ziemlich komisch. Nicht nur, weil wir jetzt Overlevel waren und die Bosse eigentlich alle einfach waren, aber so von, ja, wir haben die Hauptquest irgendwie, also den Hauptgegner irgendwie gar nicht zu Gesicht bekommen. Hm, komisch. Also, dass wir Scarlet nicht töten, ist komisch. Oder dass wir nicht gegen sie kämpfen, das, also, keine Ahnung. Tja. Das war irgendwie seltsam. Naja. Naja, dann reisen wir nochmal dahin und machen mal kurz in dieser Folge noch Hyperius und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Mal ganz normal die Story-Quest weiter an, würde ich sagen. Aber ich kann auch nicht... Ja, mach mal. Ja, mach du. Ja, du hast schon gefunden. Ich weiß, ich habe noch nicht gefunden, wo ich hin muss. Ich auch nicht. Ich bin schon weg, Mann. Ich dachte, du machst das jetzt. Da. Schlettert die Reise initiiert. Ja. Da bin ich ja ganz schmerzfrei. Ach nee, schon wieder hier die Raffinerie. Aha, aber da mussten wir jetzt irgendwas töten, deswegen. Ja, ach, komm, aber nichts mehr hier Neues annehmen. Ja, wieso nicht das annehmen? Wenn wir eh schon hier sind. Warum sollten wir es nicht annehmen? Naja, keine Ahnung. Jetzt sind da wieder irgendwelche Kack-Quests für Level 29, wo du vielleicht 500 XP unterm Strich kriegst. Wie gesagt, das haben sie irgendwie blöd gemacht, dass sie das nur in diesem anderen Modus gemacht haben, dass da halt die Gegner und Quests mitskalieren. Da soll es ja halt der Fall sein. Warum sie es nicht im normalen Playthrough gemacht haben. Ja gut, sicherlich unter der Begründung, dass man outleveln kann, aber... Ja, wir müssen hier zwei Typen töten. Wir müssen auch noch DJ Tenner töten. Warte mal, ich guck mal, wo der ist. Ja, das hast du ja jetzt wieder angenommen. Ja, natürlich habe ich das angenommen. Du hörst einfach nie auf mich. Ja, wieso? Ich mach wieder das andere an und dann töten wir jetzt... Was war die Quest hier? Ich hab keine Ahnung. Ja, töte mal einen Badass-Loader. Ja, ich suche erstmal das hier. Ach, hier das. Ich bin tot, weil du den Badass-Loader nicht tötest. Mann! Muss ich dich jetzt echt retten hier? Ja, wenn du auf den Badass-Loader schießt, nicht. Wenn ich auf den Badass-Loader schieße, ist er tot. Ja, natürlich. So, jetzt gucken wir mal hier auf die Karte. Aber wir müssen da komplett einmal durch die ganze Pampa, ey. Da ist ein Necromancer-Mod, ein grünes. Ja, was kann das? Nix. Na dann. Glaube ich zumindest. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier rum. Bin mir nicht sicher. Ich auch nicht, aber ich vermute. Ach, jetzt sind wieder 1000 Roboter. Und ich habe natürlich jetzt eine Waffe, die gegen Roboter so richtig kacke ist. Keine Ahnung, meine Waffen sind alle gut gegen Roboter. Ja, meine nicht, weil die macht Feuerschaden, die ist halt gut gegen Humans. Ach so. Warum ja komm, ich ignoriere die, ich gehe jetzt hier einfach durch, lass mich doch weg. Da oben ist die Tür zu, da kommt man nicht durch. Ach, wie schlecht. Müssen wir die jetzt killen? Ja, natürlich. Oh, die wäre fast draufgegangen. Ich mach mal hier Serious Time. Ach man, ey. Ist hier unten nicht noch eine Tür? Nee, die ist auch dicht. So, sind jetzt hier alle weg? Scheinbar. Oh, hier ist noch einer gekommen. Ja, dann metzel und töte mal. Ja, mach ich doch. Noch irgendeiner? Ich weiß es nicht, ja. Da ist noch einer rausgehüpft. Ein Bullloader.
Bin ich ja mal wirklich gespannt. Ah, jetzt ist die Tür da oben offen, weil der Dicke rauskommt, der Badass. Nee, nicht auf den Kampf. Ob jetzt die Hauptstory sich ein bisschen anpasst oder ob wir uns jetzt wirklich zig Quests hier auf Level 10 durch die Gegend schnitzeln müssen. Da bin ich auch sehr gespannt sogar. Quatsch mich nicht dauernd voll! Also ich glaube, wir sind momentan irgendwie die Hauptquest auf Level 15 oder so was. Oder also ich glaube unter 20 auf jeden Fall. Ja, können wir hier, wollen wir hier einfach durchrennen? Ja, ja, komm, probieren wir das mal. Ja, was heißt probieren? Ich schaff's auf jeden Fall. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber wenn ich, ist auch egal. Lauf! Naja, mal gucken, ob der Kampftyp da gleich was kann. Wahrscheinlich nicht. Richtig? Wahrscheinlich nicht, ja. Glaube ich auch nicht. Ne, wir sind hier nicht richtig, oder? Ja doch, geht ja aber nicht anders. So, ja. Hier ist ein Speicherpunkt, also ganz falsch können wir nicht sein. Jo. Dann müssen wir hier rum, fallen nur jetzt nicht gleich in das Loch. Das war der Shortcut. In welches Loch? Irgendwo war ein Loch im Boden, da war der Shortcut zum Rück zum Anfang, da habe ich vorhin abgekürzt. Ich nehme an, wir gehen jetzt hin und bolzen ihn mit 3 Schüssen um. Ja, und dann gehen wir hier raus aus dem Gebiet, Nase voll. Bringt nichts. Ja, ich keine Ahnung, ich kann mir echt nicht vor. Warum gab es da keinen Endkampf? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach, ist das jetzt hier in dem Gebiet oder was? Nee, der ist ganz woanders. Ja, es ist doch hier ein Kreislauf. Nee. Keine Ahnung, ich folge dir einfach mal. Hä? Ich glaube, wir waren schon richtig, aber laufen jetzt gerade falsch. Bin ich nicht sicher. Ich folge dir einfach. Ja, wir sind falsch. Alter Schwede, ich habe keine Ahnung, wo es ist und das. Ne, hier bin ich, hier ist der Shortcut, hier dürfen wir jetzt nicht reinspringen. Wir müssen da reinspringen. Nein, oder? Dann bist du wieder genau am Anfang. Bist du jetzt da runtergesprungen? Nee, aber hier ist eine dicke Kiste. Mit einem blauen Macromancer-Mod. Ja, nimm mal mit, ich spring da jetzt nicht rüber. Soll das denn sein? Ich gehe mal runter hier, ich glaube, dass wir falsch sind. Ja, wie gesagt, da bist du dann am Anfang, wo wir reingekommen sind. Aus. Ja. Ich glaube, dass das richtiger ist, wo ich langlaufe. Glaub doch, glaub doch. Ja, das ist. Ach, ich kann dir sagen, wo das ist. Das ist hinter. Hinter dem. Da, wo die Verkaufsautomaten sind. Quatsch. Klar. Ich glaube, das ist. Hier, da ist es nicht. Ja, ich muss hier nochmal durch die ganzen Gegner laufen. Oh Gott. Wir sind jetzt natürlich alle schon geladen, quasi, und bereit, mich zu töten. Und die springen mir immer in meinen Laufweg rein, das ist das Nervigste. Ach komm, ich hab echt keinen Bock mehr auf die Quest. Ja, das ist glaube ich einfach hier durch die Tür da durch, warte mal. Nee, die geht nicht auf. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, ja hier lang, oder? Ich hab keine Ahnung, ich kill hier gerade einen Badass. Brauchst du einen Rest oder was? Ach, wenn ich sterbe, ist auch egal. Hier ist Hyperios der Unbesiegbare. Level 32. Oh Gott. Ja, ich warte mal auf dich, ja? Ja, ja, das ich kill mich mal. Ja, mach mal. Du müsstest jetzt hier eigentlich spawnen, oder? Bei mir, oder? Denke ich, hoffe ich. Hier an dem Automaten vielleicht. Ach, guck mal, ja, da bist du ja. Sag ich doch hinter den NPC-Laden, aber du hast ja gesagt, das ist nicht da. Naja. Da musst du mal an einem Hebel ziehen. Hier, ach so. An dem da. Da. Ach so, das ist sogar ein Boss. Sag ich doch. Und der ist unbesiegbar. Ich glaube, ja, wir müssen erstmal die Handlanger kaputt machen. Ja. Und wenn wir sterben, verlieren wir Leben. Das heißt, wir sollten nicht sterben.
die Handlanger halten ja echt viel aus. Die heilen sich voll. Ja, wir sollten auf den schießen, den er nicht shieldet vielleicht. Da, der da hier in der Mitte. Keine Ahnung, warte mal. Wow, hallo, what? Ja, keine Ahnung. Ja, wir müssen, glaube ich, die Handlanger kaputt machen. Ja, aber wir wie? Ja, Schaden machen. Alter! Der eine ist halb down. Nee, der ist resistent. Oh, ich bin tot. Ja, wenn ich dich resse, dann sterbe ich jetzt auch. Na toll. Ja, kein guter Plan. Ja, ich kann den Handlanger da kaputt machen. Wie's wat? Ja. Moment. Sterb mal nicht. Ach man, du stirbst so schnell. Ich krieg den nicht so schnell tot. Und ich lebe wahrscheinlich auch nicht lang genug. Nee, ich bin auch down. Ja. Musst halt aufpassen, wenn die feuern. Die machen nämlich ordentlich Wumms. Jetzt haben wir weniger Leben. Also ich hatte davor 10.000, jetzt habe ich wahrscheinlich, wie viel, keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ach nee, wir sind beide gestorben, jetzt fängt das Ganze nochmal von vorne an, oder? Ja. Wie kommst du denn darauf mit dem Leben? Weil es da stand als Tooltip. Aha. Ja, wir müssen halt einen von den Typen. Okay. Ach, der startet erst, wenn man den einmal anschießt. Schieß mal einmal drauf. Einer von denen ist immer nicht geschildet, den müssen wir halt angreifen. Dachte ich zumindest, dass einer nicht geschildet ist. Achtung. Ja, ja. Ich werfe mal meine Slack-Granaten, vielleicht hilft das ja was. Alter Schwede. Gibt's hier nicht noch irgendwie... Auf welchen Handlanger feuerst du? Ich seh's nicht. Da, wo ich gerade Schaden mache. Die haben partiell immer mal ein Schild, hast du schon recht. Und dann nimmst du halt genau mal den anderen. So, der ist jetzt hier resistent, also dann nimmst du wieder den nächsten. Ich verliere Leben nach wie vor. Ach, der hier ist gerade ohne Schild. Hä? Was hat mich denn jetzt getötet? Ich habe gerade meinen Action-Skill gezündet und bin dann gestorben. Den krieg ich nicht tot, eigentlich. Was? Den krieg ich nicht tot. Ach was. Ja, aber der wurde gerade geschildert. Hast du den Rest wahrscheinlich nicht, ne? Ich probier's. Ich spür kein Messer in meinem Rücken. Okay, ich renne mal. Ich glaube, ich habe meinen Action-Skill zu früh benutzt. Ich muss ein bisschen warten, bis ich wieder irgendwas machen kann. Ich sniper derweil. Huch. Ja, jetzt bin ich down. Soll ich ressen? Tja, mach mal. Ist halt so ein Doppelrest-Spaß wieder. Das ist halt echt doof irgendwie. Ja, Rest läuft. Ich bin so happy, ich könnte dich killen. Ich muss mal gleich wieder in den Supermodus wechseln. Ja, das, keine Ahnung. Wie gesagt, du kannst halt immer quasi reihum einmal ein Viertel Schaden machen. Überlebst du? Ich hoffe. Ja. Nee, Mann, ey. Das ist gerade ungut. Ich hoffe, dass ich dich noch... Ja, wenn ich dich jetzt rasse, bin ich wieder tot, oder? Ich hab keine Ahnung, was du für ein CD hast. Es gibt kein Barbecue, bis ich sage, es gibt Barbecue. Nein, ich habe einen normalen Rest. Ich glaube, ich werde den Skill auch unbedingt mal wechseln. Der eine hier repariert sich. Die reparieren sich alle irgendwann. Aber nicht so schnell.
Alter. Ich bin schon wieder down. Ja, ja, ich komme. Der Kampf ist krasser als hier der Endkampf. What the fuck? Ja. So, tank die Hits mal. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Entweder fliegen die Hits in mich oder nicht. Okay, jetzt gehe ich ja mal hier Randale, Alter. Ach, ich habe keine Munition mehr, na dann. Ich will mal. Ah, der Handlanger hat wieder ein Schild, jetzt kommt wieder. Ach Mann, ey! Ja, wenn ich dich jetzt resse, dann. Moment. Dann bin ich wieder tot, glaube ich. Ja, war so klar. Das ist ja irgendwie doof. Ich werde das auf jeden Fall, glaube ich, wechseln. Ich weiß. Muss mal ganz kurz ausweichen, wenn die hier ihre komische Kanonade machen. So, kurz mal hier weg, bitte. Ja, wenn wir einen von denen tot haben, dann sollte es definitiv leichter sein. Bitte, einer weg, oder? Ja. Also noch sind hier alle da, ich habe auch keine Granaten mehr. Nee, einer ist tot. Ich habe noch Granaten. Ich sorge mal dafür, dass noch einer von denen jetzt stirbt. Der dann nämlich. Alter, ich sehe gar nichts. Drei down. Oh, wir haben auch so gut wie kein Leben mehr. Also ich zumindest. Ja. 7700. Ach Quatsch, nee, vergiss, was ich sagen wollte. Ja. Nein, das ist einfach mein aktueller Lebensstand und nicht mein absoluter. Von daher, vergiss einfach, was ich sagen wollte. Okay. Willst du mal mit auf den raufholzen? Ich holz die ganze Zeit auf den. Okay. jetzt lädt er wieder auf. Oh Gott. Ich habe nur noch 7500 Leben momentan. Total. Und davor hatte ich 10.000 oder sowas. No, aber Captain Mopedman ist jetzt aktiv. Ja, jetzt ist er ins Gesicht. Alter. Alter, ich muss mal bitte auf Range. Ja, ich mach den Alter! Auch. Alter! Schießt er da auf mich oder was? Er springt dir hinterher. Ja, geh doch mal bitte weg von mir. Sag doch, dass der Kampf ganz gut sein könnte. Und du wolltest ja nicht glauben, dass der gut ist. Nein, Captain Mopedman! Aber mein Sniper macht kaum Schaden auf den. Das gibt's doch nicht, ey. Alter, was will der von mir? Der will kuscheln. Ja, geh kacken, Mann. Ja, ich bin down. Ach, keine Munition. Ich brauch keine Munition. Ja, ich mach mal einen Rest fertig. Ja. Ach, jetzt bist du wieder tot, ey. Das ist doch scheiße, Mann. Ich bin tot. Nein, warum? Ja, das ist doch mit deinem Skill echt manchmal total sinnlos, ey. Warum musstest du sterben? Warum? Weil er auf mich springt. Ja, super, dann ist es jetzt hier weg, ne? Oder? Was ja, Kampfreset und ich meine, ich hätte jetzt ja noch nicht mal rumlaufen können. Ja, bis du wieder da bist, weil du ja halt auch tot bist. Ja, nicht sterben. Gute Strategie, glaube ich. Es ist doof. Ist es jetzt wieder komplett resettet? Keine Ahnung, ich kaufe erstmal hier. Wo kaufe ich denn hier? Hier ist nichts zum Kaufen. Natürlich, doch, da oben. Ich brauche auch Munition. Ja, ist komplett resettet, glaube ich. Nochmal, oder? Nein, nicht. Erstmal machen wir jetzt hier kurze Kriegsrat und Beratungspause. Ja, okay. Ich sag bis dahin. Und ich sag tschüss.